Hallo zusammen, ich bin die Frieda, Chef de Bar vom Après-Ski-Zelt The Larix in Saas-Fee. Und heute würde ich euch gerne mitnehmen und euch etwas über Villamin und Morand erzählen. In Saas-Fee sind wir eigentlich der erste Anlaufpunkt nach dem Skifahren, wenn es ein schöner Tag war auf dem Berg, auf der Piste. Dann kommt ihr zu uns und trinkt euer Bier oder eben euren Apero, einen Longdrink. Ich liebe es, in den Bergen zu arbeiten, weil einfach die Umgebung, der Blick auf die Natur, jeden Tag auf das Panorama schauen zu können, einfach so viel schöner ist, als in der Stadt zu wohnen. Und für mich, der Umgang mit Menschen, die im Urlaub sind, ist einfach das Schönste. Die Menschen sind entspannt, sie möchten genießen und die Atmosphäre ist einfach unschlagbar. Wir arbeiten schon lange mit Villamin. Für mich ist Villamine und Morand, die ganze Produktpalette, eigentlich sehr schön, gerade im Apero-Bereich, weil es einfach ein sehr komplexes Produkt ist, das vielseitig einsetzbar ist. Man kann es genau wie Gin in Longdrinks, in Cocktails verwenden, man kann es für Shots verwenden. Ich arbeite gern mit Villamin, weil es ein lokales Produkt ist. Wir sind hier im Wallis, Saas-Fee liegt im Oberwallis. Und Villamin ist einfach ein klassisch lokales Produkt und wir werden oft gefragt, hey, könnt ihr uns irgendetwas aus der Region anbieten? Und dann ist es natürlich toll, auf so ein Produkt zurückgreifen zu können. Wenn ihr euch auch mal von Villamine und mir überraschen lassen wollt, dann kommt doch einfach mal bei uns im Larix in Saas-Fee vorbei und dann mixe ich euch den ein oder anderen Drink. Oder aber klickt auf eins der nächsten Videos und dann zeige ich euch meine zwei absoluten Lieblingsdrinks mit Villamine.